Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer etwas speziellen Alpenwelle aktuell. Mich freut es riesig auf den Gast, der heute hier ist. Denn sie ist über 41 Jahre, muss ich das vorstellen, im Journalismus tätig gewesen. Und sie hat jedes grosse Künstler, grosse Star oder auch Sternli hat sie interviewt. Und es ist für uns eine verrückte, geile Zeit, dass sie endlich jetzt einmal bei uns ist. Und ich glaube, wenn ich Ihnen das zeige, Sie haben sogar eine spezielle Seite bei der Glückspost bekommen. Herzlich willkommen, Doris Zimmermann. Danke vielmals für die Einladung, Elmar. Doris, ist ja eigentlich schon wahnsinnig. 40 Jahre, über 40 Jahre kennen wir uns. Und jetzt bist du, ich hätte nie gedacht, dass wir einmal irgendwie den Weg zusammenfinden. Und du jetzt natürlich eine eigene Sendung hast. Ich glaube, da müssten wir beide noch ein dickes Buch schreiben können. Das ist ja so. Was wir alles zusammen erlebt haben, ich meine, vor allem von den ganzen Zeiten her, vom Grand Prix der Volksmusik, aber auch vorher schon natürlich, wo wir uns immer wieder getroffen haben mit Künstlern. Kannst du dich eigentlich erinnern? Wir sind, glaube ich, ja, über 40 Jahre, als ich dazu mal die Talentfestival in der Schweiz gemacht habe, bist du immer in der Jury gewesen. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wann das allererste Mal war. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber ich war auf jeden Fall immer in diesen Talentjuryen gewesen. Das stimmt, ja. Wir sind uns nicht immer einig gewesen, das eine Mal. Es war ja lustig gewesen. Aber es hat eigentlich keine gross geschafft, vor allem in den Talentfestivals oder die 10 Jahre, die wir gemacht haben. Aber das war eine alte Zeit natürlich. Jetzt eben, komme ich auf die Zeitung zurück. Du hast 41 Jahre bei der Glückspost geschafft. Man muss sich uns vorstellen, in der heutigen Zeit eigentlich fast unmöglich, dass ein Mensch so lange in der gleichen Firma ist. Und du hast eine wunderschöne Zeitung, haben sie dir da gemacht zum Abschluss, wo du in die Pension gegangen bist. Und ich muss schon sagen, eine tolle Geschichte, wenn ich das ein bisschen durchblättere, mit diesen Stars und Sternchen, die du überall dabei gewesen bist, die geschrieben hast. Ich glaube, da hast du ja, wenn ich gehört habe, jeden einzelnen Bericht hast du in einen Ordner abgelegt. Ich glaube, da müssen ja stapelweise Ordner sein, Doris. Das ist richtig. Also erstens mal, ich habe eigentlich nie gedacht, in meinen 81, als ich von Thun auf Zürich bin, und dort habe ich angefangen bei der Glückspost, dass ich eben 41 Jahre bleibe, weil irgendwie am ersten oder am zweiten Tag sind Telefonbücher quer durch die Redaktion geflogen, wo ich gedacht habe, ums Himmels Willen, wo bin ich da hergekommen? Also ich glaube, da werde ich nicht alt. Aber ja, es ist dann auch ein anderes gekommen. Und es ist wirklich wahr, dass ich vom allerersten Artikel an, und zwar, ich weiss noch, zuerst war es irgendwie so, nur so etwas Kleines gewesen, aber habe ich ausgeschnitten und Sichtmäppchen Ordner abgelegt. Und das ist bis und mit dem letzten Artikel habe ich das wirklich so gemacht. Logisch könnte man es digital jetzt heutzutage natürlich ablegen, aber so ist es eigentlich so zum Anschauen, durchblättern. Und das ist doch auch ein riesiges Gewicht. Also es hat so Tablar, die sich fast biegen. Kann man vorstellen. Was ist denn eigentlich so, weißt, wenn du 41 Jahre bei der gleichen Firma bist, ich meine, da gibt es positive Erlebnisse, natürlich mit allen Stars und Sternen. Wen hätte denn das so richtig gepackt, um über die Stars zu schreiben? Also Musik hat mich eigentlich immer schon interessiert. Also das ist schon Lang, bevor ich schlussendlich nach zur Glückspost bin, habe ich ja die Lehre gemacht, habe das KV gemacht, bei einem Verlag schon. Und dort habe ich dann nebenbei so ganz kleine Sachen angefangen zu machen, wie es so ist mit dem Küngeli-Züchterverein, was wirklich so ist. Und dann aber mal sogar auch ein Konzert und vor allem den Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie es dann noch geheissen hat, war eigentlich so ein bisschen wegweisend. Das hat mich total fasziniert. Und ich habe gefunden, dort möchte ich mal dabei sein. Und habe mich dann dort so ein bisschen organisiert, dass ich wirklich als Journalistin einmal dürfen, dort mit dabei sein. Und habe so wie einen Pool gemacht, habe für verschiedene Lokalzeitungen geschrieben. Und dort hat es eigentlich dann so richtig angefangen, dass ich gefunden habe, das möchte ich auch weitermachen. Du hast es gerade erwähnt, GroKo Eurovision in der heutigen Zeit. Du hast in so vielen Wettbewerben, bist du in so vielen Ländern bist du dabei gewesen. Gibt es da ein prägendes Beispiel oder Erfahrung, wo du sagst, das bleibt haft? Ich meine, beim Pepi Lienhardt, glaube ich, bist du gewesen, Peter Sumark, bist du gewesen.
Es war natürlich gerade bei dem Euro, wie sie jetzt heisst, ja, Eurovision Song Contest, wenn es die Schweizer Delegation dann zumal noch, dass man doch relativ viel ist zusammen gsi. Es sind ja die Einladungen, die es jeweils gegeben hat, manchmal sogar von den Botschaften der jeweiligen Länder. Da war man dort zusammen. Also ich glaube, es ist heute nicht mehr so der intensive Kontakt mit den Künstlern. Aber jetzt gerade sagen wir in Israel mit Peters und Mark, mit Pfuri Gorbs und Kniri, in einem Land, das ja, doch auch relativ gefährlich war. Man konnte nicht allzu viel machen, dann zumal. Sie haben aber gleich noch ein paar Ausflüge organisiert für die Delegation. Dort war man zusammen unterwegs. Also das ist schon etwas, was man eigentlich nicht mehr vergisst. Speziell. Ja. Aber ja, in der heutigen Form, wie der Gogo ist, was hältst du in der heutigen Zeit? Ich habe so, auch jedes Jahr habe ich den Wettbewerb geschaut. Aber heute, glaube ich, irgendwie ist es schon nicht mehr so, wie es früher war. Nein, es ist politisch sehr. Politisch natürlich sehr. Zum Teil ist die Show, die mehr zählt als die Stimme, als das Lied. Es ist ein Haufen Spektakel dahinter. Und gleich finde ich persönlich es noch gut, dass es eigentlich noch gibt. Also eben, ich schaue es wirklich auch jedes Mal. Und die Schweiz hat doch jetzt in den vergangenen Jahren, wenn man schaut, also vor allem mit so einem, was Luca Henny oder John Tears hat gemacht, also wirklich beachtliche Sachen. Und rein auch für Künstler nachher im eigenen Land hilft es denen sicher auch, so eine Teilnahme. Ein grosser Künstler, den wir hier in der Schweiz haben, da staune ich immer wieder. Die haben ja auch viele Jahre produzieren dürfen. Und heute, in dem Sinn, sind sie überall, ich glaube, in der Schweiz sind schon siebenmal auf Platz 1 gewesen. Eine Formation, die du ganz, ganz gut kennst. Ich rede von den Calimeros. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was mit denen in der letzten Zeit so abgegangen ist. Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das ist ein Phänomen. Dass der Rolli Eberhardt immer und immer wieder eigentlich den richtigen Nerv der Schlagerfans trifft. Immer wieder, er schreibt ja praktisch alle Lieder selber, es immer wieder fertig bringt, neue Sachen zu machen, wo den Leuten ins Ohr und ins Herz gehen. Sie kennen den Rolli selber auch seit manchem Jahr. Er ist natürlich auch einer, der wirklich immer ist auf dem Boden geblieben ist, der immer sich bewusst war, wem man den Erfolg zu verdanken hat, und zwar den Fans, nie abgehoben ist. Und ich glaube, das hat schon viel, viel auch mit dem Erfolg zu tun. Du bist natürlich deine Journalismustätigkeit immer auf Reisen gewesen, aber du hast auch eine grosse Leidenschaft. Du organisierst selber auch viele Reisen, vor allem eine von Sousa-Zücht, ist die Jazzreise. Jawohl, da darf ich mit Monika Fasnacht zusammen eigentlich seit über 10 Jahren die Jazzreise organisieren. Wobei, was dort noch ganz lustig ist, ich selber, ich habe es bis jetzt ja noch nicht geschafft. Kannst nicht jassen. Ich kann wirklich nicht jassen. Und das ist immer so lustig, wenn man die Leute begrüßt, ist das so ein Running Gag, dass ich wirklich sage, ja, wenn irgendetwas Organisatorisches ist, wenn sie etwas wollen wissen wegen Wanderung, die man dann macht, oder irgendeinen Ausflug, sollen sie absolut zu mir kommen. Aber wenn es irgend um eine jazztechnische Frage geht, dann bitte, bitte nicht, sondern wirklich zu Monika. Und dann lachen immer alles und sie sagt, ja, es ist so. Und ich musste eigentlich versprechen, dass jetzt, wenn ich passioniert bin, dass ich wirklich lerne jassen. Das ist schon lustig. Aber was mal, du weißt es ja selber, wenn man ja so Reisen organisiert, das geht mir genau gleich. Du hast für gewisse Details gar keine Zeit. Es funktioniert einfach nicht, weil natürlich, wenn du kommst, 50, 60, 100 Personen kommen auf dich zu, fragen dich, und die anderen sind schon gemütlich am Jassen. Also ich glaube, lieber ein bisschen gut organisieren, das kannst du perfekt natürlich. Du hast ja auch, und da muss ich jetzt auch noch zurückkommen, wenn ich sage, organisatorisch bist du top, schon immer gewesen. Ihr habt ja auch die schönen, wunderschönen Weihnachtsturnee mit dem Mann, mit dem NDL, immer wieder organisiert. Und wieso kribbelt dich das nicht mehr, um das weitermachen? Da kann ich wirklich sagen, ja. Also die Schweizer Weihnacht, das war etwas, das ich 20 Jahre lang mit ganz, ganz viel Herzblut immer gemacht habe. Ich habe 2018 war wirklich die letzte Tournee, die wir gemacht haben. Wirklich noch eine war wunderschön. Aber es ist einfach auch so, ich habe es ja immer in Kirchen gemacht, weil ich bin jetzt jemand, der finde, ich will nicht
bei einer Stille Nacht oder Odo Fröhliche, dass die Leute am Tisch hocken und Gocki trinken. Mm-hmm. Und, sondern ich habe lieber ein bisschen die besinnliche Ambiance, dass man wirklich ein bisschen eintauchen kann und auch von den Texten, Zwischentexten her ein bisschen besinnlicher und so sein. Und darum haben wir uns eigentlich entschieden, das immer in der Kirche zu machen. Man hat natürlich dort viel weniger Möglichkeiten Werbemessung, ist ganz klar. Mhm. Ich kann ja nicht irgendwelche Banner aufhängen oder so. Und ich bin natürlich, muss ich sagen, immer mehr oder auch in den Anfangszeiten der Hauptsponsor gewesen. Und irgendwann habe ich natürlich einfach auch müssen sagen, wenn man so viel Geld reinsteckt selber, ja, kann es ja irgendwie gleich nicht sein. Sollte auch ein bisschen etwas rausschauen. Ja, aber ich muss sagen, gerade jetzt letztes Jahr an der Weihnachten bin ich zwischen wirklich habe ich den USB-Stick mit der Aufzeichnung vom 2018 rein da und bin so mit kleinen Tränchen da gehockt und habe so angeschaut. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Es hat ja, ich erinnere mich, glaube ich, in Sieben haben wir miteinander etwas aufgezeichnet. Mhm. Und in Gosta, glaube ich, so auch nicht, sind wir ganz sicher. Nein, Gosta nicht, das sind wir nie gesehen. Aber wirklich, das sind schon immer eigentlich ausverkaufte Hallen gewesen und immer wieder ein ganz spezielles Publikum haben da reingezogen. Das heisst, Künstler. Wirklich ein breit gefächertes Künstlerprogramm haben wir immer gehabt. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. Aber eben, wie du sagst, du siehst ja jetzt selber, in der Schweiz sind Tourneen abgesagt, in Deutschland werden sehr viele Tourneen abgesagt oder sind jetzt abgesagt worden. Also es ist nicht mehr so einfach. Der Konsument, glaube ich, ist halt nach der Corona-Zeit immer noch ein bisschen verunsichert. Ja, und vor allem, wo wir angefangen vor 20 Jahren, hat es noch nicht so viele Weihnachtskonzerte und Weihnachtstourneen gegeben, wie es jetzt gibt. Also es ist vielleicht überspitzt oder sogar ein bisschen bös gesagt. Heute ist es so, wenn irgendeiner ein Weihnachtslied kann oder einen kennt, der ein Weihnachtslied kann spielen kann, dann macht er Weihnachtskonzert. Und das ist einfach ein bisschen schade, finde ich. Und durch das, logisch, da teilt sich einfach auf, immer mehr Anbieter und das Publikum ist das Gleiche. Und dann ja, bleibt einfach weniger für die Einzelnen. Du weißt ja, eine grosse Leidenschaft von der Alpwelle ist ja auch immer wieder die Reise, die wir machen. Und ich denke, früher oder später werden wir da gemeinsam sicher wieder das eine oder andere ein neues Reisli machen. Aber was juckt dich jetzt noch selber so unter dem Füßchen, darf ich jetzt sagen, was würde ich noch reizen, außer der Jas-Reise, die du immer organisierst? Gibt es da irgendwie etwas Spezielles, wo du sagst, ja, ich würde eventuell das noch, das würde ich noch gerne anpacken? Also jetzt eine private Reise oder nein, mit den Zuschauern? Gut, was natürlich sicher immer glatt ist, ist eben, wenn man irgendwie Musikreisen machen kann. Also eigentlich in dieser Art, ich finde das ganz toll, was die Alpenwelle macht. Jetzt gerade mit dem Liebesrotflügel, wo so ein super Angebot, so eine breite Palette von Künstlern dabei sind, die Leute die Möglichkeit haben, mit denen zusammenzutreffen. Also ich glaube, so in dieser Art, da ist sicher noch nicht alles ausgeschöpft. Da könnte man vielleicht noch das eine oder das andere machen. Und etwas, was ich ja mache, kann man vielleicht später noch darauf zu. Liebe Doris, Audrey Rieu, ein Phänomen und du bist so oft bei ihm gewesen und begeistert dich immer wieder. Vor allem eigentlich bin ich jetzt dreimal bereits beim Audrey Rieu beim Sommerkonzert in Maastricht gewesen. Wow. Weil das ist wirklich etwas Gewaltiges. Man sieht das immer in den Fernsehaufzeichnungen. Und dann haben wir eigentlich gefunden, der Andi und ich, das wollten wir wirklich mal live erleben. Und das ist natürlich live noch viel, viel schöner als im Fernsehen. Es ist wirklich ganz, ganz, geht dort richtig, wenn es 10'000 Leute pro Abend sind. Und dann macht ihr das an 5 Wochenende, 4 Abende und ist alles ausverkauft. Leute aus der ganzen Welt, die einfach friedlich dort zusammen André Rieu geniessen und feiern. Und auch dieses Jahr werde ich wieder gehen. Ich darf zusammen mit Gössigar reisen. Darf ich die Reise begleiten, wiederum nach Maastricht, André Rieu. Du hast ja sehr oft über ihn geschrieben. Wie ist er persönlich als Mensch? Er ist jemand, der umgänglich. Sehr, sehr umgänglich, sehr freundlich. Er ist humorvoll. Ich habe die absolut schönste CD-Taufe. Habe ich eigentlich erlebt mit dem André Rieu.
Und zwar in Mallorca ist das gsi, hat er, glaub, das ist ein Romance-CD ist das gsi, wo er dort hat präsentiert. Und zwar hat er die Presse eingeladen auf eine Finca. Wirklich im Inneren von Mallorca. Und dann ist plötzlich, sind die Leute alle der gsi, es ist dunkel geworden, der Spot an und er ist so von einem Balkon, ist er rausgekommen mit den Geigen und hat der gespielt und nachher ist alles zusammen an Weiss gedeckt, der Tisch ist man dort noch gsi und hat gegessen und er ist auch der gsi. Und dann am nächsten Morgen hat man die Möglichkeit gehabt, für mit einem persönlichen Interview nachher zu machen. Also, das ist mir ewig geblieben. Wie ist das eigentlich, wenn ihr Journalisten sich untereinander treffen? Tauscht man sich da eigentlich aus oder will da jeder nicht zu viel verraten, weil sonst nimmt der andere Journalist eventuell etwas auf, was du gerne hättest wollen haben. Aber spricht man sich da auch ab, ey, ich mache es so oder mache es so, oder ist das alles stillschweigend? Das ist eigentlich schon stillschweigend, ja. Nein, da tut wirklich jedes tut, auf seine Art, tut sich da vorbereiten und stellt nachher seine Fragen. Ja. Es sind ja leider, muss ich sagen, in unserer Zeit so viele grosse Stars sind von uns gegangen, ob Roy Black, Karl Gott, Costa Cordalis, Victor Doriani, Liz Assia, um nur einige zu nennen. Und mit dem Roy Black hast du, glaube ich, auch viel zu tun gehabt. Ich glaube, da hast du auch ziemlich nahe nachgegangen, dazu mal. Ja, das ist eigentlich im 81, wo ich eben zur Glückspost bekam. Dann hat nachher auch eigentlich so ein bisschen Karriere vom Roy, die ziemlich dunden war, wo man nicht mehr viel von ihm gehört hat, wieder so ein bisschen auch angefangen, dass er mit der Schweiz wieder hat, von ihm gehört, dass er wieder Auftritt und so hat gemacht. Und eigentlich gegenüber von Deutschland, der Schweiz, noch wirklich seine Anhängerschaft hatte. Aber er hat leider wirklich halt ein Alkoholproblem gehabt. Und ich weiss noch einmal, wo er hat so einen Auftreten, wo sie auf mich zukam und hat gesagt, du, kannst du mit ihm hinten backstage reden? Er ist so total kaputt, er will nicht auftreten und in ein Häufchen Elend. Er hat es zwar immer geliebt, der Applaus, aber am liebsten ist er eigentlich nachher durch die Hintertür raus. Und ist mit Leuten, die er kennt hat, irgendwo zusammengehockt, hat etwas getrunken, hat geplaudert, ist ein wunderbarer Mensch gewesen, aber hat doch halt so ein zwei Seelen in seiner Brust gehabt. Als ich dann, wo er gestorben ist, wo ich das erfahren habe, also muss ich sagen, dass, da bin ich wirklich fast zusammengebrochen und habe, sind wirklich sehr, sehr viele Tränen geflossen und ich war dort noch bei einer Modeproduktion, das weiss ich, und habe mich dort enorm schwer dafür überhaupt zu arbeiten, weil das hat mich so beschäftigt. Ich meine, es ist ja auch so, dass das mir selber auch, es sind eigentlich die Künstler, ist eigentlich gegenüber der Öffentlichkeit immer schon Freudenstrahlen, Lachen und so weiter, aber ein Blick hinter Kulissen, da kenne ich jetzt auch zwei, drei grosse Künstler, die sind am liebsten noch eine genau wie du gesagt hast, mit den engsten Bekannten, Verwandten zusammen eigentlich und tun sich total abschirmen. Weil einfach irgendwie der Rummel selber ist zwar schön, aber manchmal frisst das wahrscheinlich eben einen grossen Star einfach total auf. Ja, ja. Oder manchmal auch eben, kommt sie genießen zwar noch eben mit den Bekannten zusammen zu sein und dann auch noch die grosse Einsamkeit, weil sie dann nachher vielleicht auch im Hotelzimmer oder so sind. Wo sie sich auch wieder schwer tun damit. Also, der Roy war wirklich einer, der mit dem Ganzen irgendwie, obschon er ja noch einen riesen Erfolg hatte mit dem Schloss am Wörthersee, einfach nicht mehr irgendwie ist zu Schlag gekommen. Ja, Elmar, du hast mir gesagt, ich soll jetzt hier auf deinen Sessel eigentlich sitzen. Auf den Chefsessel, Doris. Wo ich dann jeweils Abend den Talk darf machen darf. Es ist für mich schon also ein sehr spezielles Gefühl, muss ich sagen. Und logischerweise bin ich noch ein bisschen unsicher, weil eben, sonst konnte ich mich eigentlich immer so ein bisschen hinten dran verstecken. Und jetzt plötzlich so da zu sein, ja, also es wird wahrscheinlich schon noch ein paar Sendungen brauchen, bis ich mich dann so ein bisschen sicherer fühle. Das geht schneller, als du glaubst, Doris. Aber etwas, wenn ich jetzt schon dir mal noch eine Frage stellen darf, und zwar, du hast ja auch so mit vielen bist du zusammengekommen und ich habe immer mal etwas gehört und das möchte ich dich jetzt wirklich mal direkt fragen. Und zwar, das ist jetzt, ich glaube, 10 Jahre her,
dass Beatrice Egli beim DSDS überhaupt hat dürfen mitmachen und dort nachher gewonnen hat. Wobei es ist von Anfang an nicht selbstverständlich war, dass sie dort überhaupt sich hat dürfen annehmen. Und weiss nicht, kannst du uns da irgendein so ein Hintergrundgeheimnis etwas noch verraten dazu? Das ist ja genau so, fängt sie an, Doris, schon. Du willst ja in jeder Sendung auch gewisse Geheimnisse verraten, eigentlich, wo ich den Zuschauer bisher gar nicht gewusst hat. Ja, das Thema Beatrice Egli, es ist ja so, wegen, ich meine, klar hat sie, wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren, muss immer ein bisschen aufpassen, aber Doris hat einen Vertrag, Beatrice hat einen Vertrag gehabt und wenn ich den Vertrag oder wenn wir den Vertrag nicht aufgelöst hätten, hätte sie gar nicht dürfen mitmachen bei der ESDS. Mhm. Aber wie man es halt früher schon bei der Gruppe der Volksmusikzeiten gemacht hat, hat man manchmal einen Vertrag frühzeitig aufgelöst. Ist dann aber, das ist das Interessante, mit ein paar Prozent an den öffentlichen Auftritten, die dann nachher gekommen sind, beteiligt gewesen. Und das wollte ich bei der Beatrice auch nicht machen, wie meine zwei Partner da zum Lauter Charlie bereit und der Köbi Baumgartner. Aber da hätten wir können im Prinzip sagen, hör mal, okay, wir stellen dich frei, aber wir wollen ein paar Prozent von den öffentlichen Auftritten, haben wir natürlich auch nicht gemacht. Und ich meine, man sieht so jetzt, sie hat den Weg eingeschlagen und es ist ja ab wie eine Rakete. Und ja, trotzdem, als sie bei uns schon immer moderiert hat, die war so vergiftet. Und irgendwann haben wir gesagt, die wird es irgendwann einmal schaffen. Mhm. Und das ist etwas, was einfach wahnsinnig ist, wie das überhaupt ist, wie sie wirklich verbissen gekämpft hat. Und in dem Erfolg, den sie jetzt hat, geht ihr ja eigentlich recht. Aber hat sie sich denn irgendwie eigentlich auch mal wirklich dankbar gezeigt? Also, ist sie sich bewusst gewesen, dass sie eigentlich ohne dein Okay dass wirklich die Chance nie gehabt hätte. Willst du jetzt wirklich in die Detail gehen, Doris? du weißt, ich habe ja viele Jahre mit dem Anwalt streiten und so weiter. Dann lassen wir das Thema. Ja, ich glaube, es ist besser, es kommt und nimmt es mal wieder. Aber Doris, jetzt auch mal umgekehrte Frage natürlich zu dir. Was ist eigentlich deine verrückteste Geschichte in den 41 Jahren, wo du darüber geschrieben hast? Also es hat sicher einige gegeben hatte. Wobei etwas, das mir eigentlich jetzt auch noch in den Sinn kam, im Zusammenhang mit dem Roy Black. Und zwar, er hat einmal erzählt in einem Interview, dass er sehr gerne Kanu fahren und dass ihn eigentlich dort Anzug aus Wolle dort am besten schützen und wärmen. Aber das gäbe es eigentlich nicht. Und dann bin ich auf die verrückte Idee gekommen und habe gesagt, ja, so, Glückspostleserinnen, könnt ihr sicher etwas lismen? Es hat so viele Leser, Frauen, die gerne lismen, die machen dir doch so einen. Und dann bin ich wirklich, haben wir ihn ausgemessen und haben nachher ein Strickmuster anfertigen lassen. Und dann hat es tatsächlich, irgendwie, glaube ich, etwa 15 oder 20 Frauen gegeben, die so einen Kanufahreranzug, also einen Ganzkörperanzug für ihn gelismet haben. Und die schönsten vier, mit denen bin ich nachher einmal nach Deutschland geflogen. Und dann habe ich den Roy Black getroffen und dann haben wir die Fotos am Wannsee. Also viel ein ruhigeres, flächeres Gewässer gibt es eigentlich nicht. Und haben dort im Kanu nachher die Aufnahmen gemacht, wo er die Anzüge anprobiert hat. Aber er hat gesagt, er hat tatsächlich halb der Anzug, der am besten gesessen ist für ihn, hätte er anerkennen können, wenn er seinen Sport treiben hat. Ich weiss, aber nochmal etwas, du hast nochmal etwas, ich muss mich schwer täuschen, aber eine verrückte Geschichte, glaube ich, das ist passiert während der Corona-Zeit, glaube ich, wo ein Künstler, oder wo man nicht in die Restaurant essen gehen konnte. Wie ja, war das? Ja, genau. Und zwar, das war der Vincent Gross, der sein neues Album rausgekommen ist, habe ich mit ihm eine Reportage gemacht. Und das ist wirklich, eben, wir konnten nie rein können. Und dann haben wir unter anderem auf den Langlaufski etwas gemacht und haben dort bei dieser Langlaufschule im Alptal haben wir dort draussen uns dürfen von einem Bänkchen installieren. Und der Vincent hat auch wieder weiter müssen nachher, hat Hunger gehabt. Und ich habe das aber vorher schon gedacht, sicherheitshalber nehme ich etwas mit. Und zwar ein Raclette-Öffeli, wo man mit Kerzli hat können den Käse schmelzen konnte. Und dann habe ich das dort aufgestellt und habe ihm auf ein Stück Brot habe ich ihm dort das Raclette serviert. Und dann hat er dann verpflegt weg können zu seinem nächsten Auftritt.
Unwahrscheinlich, was du auch schon alles erlebt hast. Natürlich. Ich hatte auch noch so eine verrückte Geschichte gehabt. Da ist das mal bei der U1, ganz zu meinen Anfangszeiten auch, da musste ich dann einspringen, weil keine Frau das Interview machen mit einem sogenannten Playboy, einem offiziellen Playboy. Und der hat dann, ich bin in die Sendung reingekommen und auch nicht relativ vorbereitet gewesen. Und der hat dann dermassen gross gekotzt angegeben, ja, Bär können jede Frau haben, er können jede Frau über den Tisch zeigen und so weiter. Und das war für mich dann gewesen, also Horror pur. Und da wollte ich aussteigen. Und du siehst, es sind ja mittlerweile 19 Jahre alt, weil es geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Lass mal, ich würde noch schnell ganz kurz drauf gehen, die Medienwelt selber, die hat sich ja total verändert. Die Social Media und so weiter. Siehst du das positiv oder eher negativ? Was heute natürlich einfach ist, durch die ganze Digitalisierung, es ist so, dass man einfach immer und überall 24 Stunden erreichbar ist oder erreichbar sollte sein. Und das macht es manchmal schon ein bisschen schwierig. Also wenn man irgendwie auf eine E-Mail nicht eine halbe Stunde später schon geantwortet hat, kommt irgendwie schon ein Remember. Ja, wie ist es? Hast du es nicht gesehen? Mhm. Und so. Also, das ist schon vielleicht so ein bisschen die Seite, die schwierig ist. Und eben halt überall mit Laptop. Und ja, es ist ganz eine andere Zeit, aber hat sicher auch viel Gutes. Wenn ich auch, eben wie gesagt, ja, in den vielen, vielen Jahren da ist, wo wir uns kennen, ich glaube, wir sind eigentlich so ziemlich die Älteste oder die Einzige von der alten Garden, oder? Wir haben so vieles natürlich erlebt. Aber gibt es da auch zum Beispiel, du hast so einen Kontakt, einen Nachkontakt mit all diesen grossen Stars hast du aufbereitet. Und wenn du von all diesen Stars einen Namen willst nennen, der sagt, jawohl, das werde ich niemals vergessen. Gibt es da einen Namen? Also von der Schweiz ist sicher jemand, den ich von ganz, ganz Anfang an natürlich eben kenne, noch vom wirklich Concours Eurovision de la Chanson, ist der Peter Reber. Und er hat ja, und da hat er uns natürlich das grösste Geschenk gemacht, an der Hochzeit von Andi und von mir, hat er gespielt gehabt. Und zwar hat er das Keyboard in Zengelberg, oben im Bruni, oben, wo wir geheiratet haben, für aussen, wirklich in die Wiesen rausgestellt und hat dort Vogel ohne Flügel und Ich wünsche dir gespielt. Also, so etwas vergisst man nie. Und da muss ich sagen, auch wenn ich das Lied von Peter höre, denke ich immer wieder an das zurück. Und er ist selber ist so ein toller Mensch. Ich war auch viel Konzerte und so, von den Solokonzerten auch von ihm gewesen. Und das ist eigentlich etwas, wo bis heute, dass ein Kontakt noch da ist. Sicher nicht mehr so intensiv, aber nach wie vor. Da ist das unterschreibe ich auch jedes Mal, wenn er bei uns in der Sendung ist. Ich muss sagen, so eine Herzlichkeit von einem so einem Profi. Und ich muss echt sagen, Hut ab von einem Peter Reber. Natürlich viele andere gibt es auch noch, aber er ist einfach ein ganz spezieller Mensch. Ich würde natürlich jetzt auch zurück, du hast es gesagt, Andy L., die Mann, der dazu mal in der grossen Formation Dorados war. Und der letzte Videoclip würde ich, oder würden wir gerne am Andy L. widmen, ist zwar ein uralter Videoclip, aber ich glaube, das darf man in so einer Sendung nicht passieren. Und er ist ja auch einer, der dich immer so, er kommt immer wieder mit, es geht über zwar gesundheitlich nicht so gut, aber drücken beide Daumen natürlich auch. Und irgendwo, dass er wieder einmal, dass wir gemeinsam an so einem Konzert dürfen sein, weil er ist auch ein totaler Musikfan. Also ich glaube, wenn ein Musiker das drin hat, dann bringt man gar nicht mehr raus. Wobei er ist schon eigentlich einer, der sich total wirklich zurückgezogen hat. Er ist schon einer, der relativ wenig selber an Konzerte geht, muss ich sagen. Also, ich bin jemand, der irrsinnig viel, also in den vergangenen Wochen, wo ich überall war, also das konnte Kelly Family oder jetzt Premiere DJ Bobo, also querbeet eigentlich, da ist er nie mehr gekommen. Er ist lieber daheim, außer eben André Rieu. Das ist etwas, wo er wirklich riesig den Applaus hat und das genießt er dann auch. Doris, es ist, wir könnten so lange reden, aus den 40 Jahren hätten wir so vieles erzählen, aber ich glaube, das soll dann deine Sendung sein und ich bin echt froh, dass du mich auch ein bisschen entlastet tust, dass wirklich auch du, die Künstler, kannst das eine oder andere rauslocken. Und ich würde sagen, die erste Sendung, Doris,
die wird auch ziemlich spannend. Das ist mit einem lieben Kollegen, den du sehr viele Jahre zu tun hast. Jawohl, und zwar, das ist der Jörg Kressig. Ich habe mit ihm ja jahrelang den Styling gemacht, das Umstyling, das Vorher, Nachher, wo ich modisch habe betreut habe. Ich habe Mutter-Tochter-Paar-Wahl mit ihm gemacht. Ich habe Miss Molly-Wahl, also wir haben so viel zusammen gemacht. Und ich war froh, in der ersten Sendung jemanden zu haben, den ich wirklich kenne und wo mir noch so ein bisschen Sicherheit hat gegeben. Wobei, also ich denke, es ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Also ich muss da noch viel, viel lernen. Und ich danke vor allem der Alpenwelle und auch dir für das Vertrauen, dass ihr überhaupt glaubt, dass ich das machen kann. Doris, ich habe das immer gewünscht, dass wir irgendwo mal unseren Weg mal zusammenfinden und so weiter. Ich meine, ich bin so froh und ich weiss, du hast ja so viele interessante Sachen, wo du kannst aus den Künstlern rauslocken kannst. Und ich möchte einfach jetzt schon danken. Doris, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und ich glaube, wir werden ein paar Jahre miteinander dürfen zusammen sein. Und ich glaube, jetzt ist es so weit. Du bist im Chefsessel, liebe Doris. Ich glaube, du kannst jetzt die Moderation machen, in die Kamera hinten. Und drücke dir für die Zukunft, für deine Sendungen, Doris Talk, beide Daumen und gib Vollgas. Ja, danke vielmals. Also ich hoffe, dass auch natürlich die Fernsehzuschauer von der Alpenwelle den Plausch werden haben. Und ja, dann beenden wir in diesem Fall jetzt diese Sendung beenden mit einem ganz speziellen Clip von den Dorados.